kann ich helfen? Unser Paul ist von Klettergerüst gefallen und sein Bein tut weh. Das schauen wir uns an. Ich brauche bitte einmal die Versicherungskarte und wenn du mit hast, einen Impfausweis bitte. Ich muss die Daten vom Teddy einmal aufnehmen. Ich darf darum bitten, dass ihr einmal mit dem Teddy Platz nehmt. Ja, ich rufe dann gleich auf. Vielen Dank. Bevor ich den Teddy mit in die Notaufnahme nehme, muss ich noch einen Abstrich auf Corona machen. Na? Da würde ich in die Nase gehen. Das ist ein bisschen unangenehm, aber du hältst den Teddy. Ihr beide haltet den Teddy bitte schön fest. So, Achtung Teddy, jetzt geht's hier los. Einmal das eine Nasenloch und einmal das andere Nasenloch. Ganz prima hat er das gemacht. Vielen Dank. Und dann darf ich bitten, noch mal draußen im Wartebereich Platz zu nehmen. Dankeschön. Das ist gleich überstanden. So, der Paul bitte. Hier darf ich schon mal die Unterlagen wiedergeben. Vielen Dank. Ich würde den Paul und dich auch jetzt mit ins Untersuchungszimmer nehmen. Ne? Vorher noch ein paar Fragen. Ist denn der Paul auf den Kopf gefallen? Nein. Nein. Hat auch keine Kopfschmerzen? Nein. Und was tut denn genau weh? Welches Bein? Das rechte Bein tut weh. Und da muss man jetzt mal genau schauen, ob noch irgendwas ist. Ne? Paul, ich nehme jetzt mal den Kopf hoch. Und gucken wir mal, ob es hier irgendwo eine Wunde gibt. Nein, gibt es nicht. Wunderbar. Aber hier am rechten Arm ist auch eine kleine Schürfwunde. Ne? Deswegen ist es gut, dass du den Impfausweis mitgebracht hast, dass ich weiß, dass er gegen Tetanus geimpft ist. Gut, das Bein, das ist, oh, das tut bestimmt dolle weh. Da müssen wir noch eine Schiene dran machen, aber am Bauch oder so tut nicht weh. Gut. Da würde ich gleich noch mal mit der Lampe in die Augen schauen. Ja, das ist immer ganz wichtig, ob die Pupillen reagieren oder ob er schläfrig ist. Ne? Hier ist alles in Ordnung. Warum macht man das denn? Um zu schauen, ob der Paul eine Gehirnerschütterung hat, dass die Pupillen gut reagieren und dass nicht vielleicht eine Blutung im Kopf ist. Das kann man erkennen, ob die Pupillen sich zusammenziehen oder ob die gleich rund sind. Deswegen machen wir das mit. Das ist alles in Ordnung. Gut, da wird man nochmal Blutdruck messen. Auch das ist wichtig, um zu gucken, ob der Kreislauf stabil ist. Ne? Paul, das tut nicht weh. So. Drücken wir mal hier was drauf. So. Ja, das sieht alles sehr gut aus. Jetzt würde ich gerne noch die Wunde am Arm versorgen. Vielleicht kann die Mutti mal hier noch ein bisschen mit festhalten. Und da sprühen wir mal hier so ein bisschen. Das Desinfektionsmittel, das könnte etwas brennen, ja? Dann noch mal abdesinfizieren. So, prima. Und dann machen wir, das ist nicht schlimm, da machen wir ein Pflaster drauf, ne? Und morgen schaut er dann noch mal drunter, ob alles in Ordnung ist, ja? Hältst du schön den Arm fest? Wunderbar. Und dann machen wir hier ein Pflaster drauf. Und schön. Wunderbar. Dankeschön. Geht das denn auch wieder ab? Das Pflaster. Ja, das geht wieder ab. Zur Not kann man das auch etwas feucht machen an den Rändern. Dann lässt sich das ganz leicht lösen. Ne? Bleiben keine Rückstände. Ich würde jetzt eine Schiene anlegen an das rechte Bein, um einfach das Bein ruhig zu lagern, damit wir dann zum Röntgen fahren können. Die Ärztin hat es schon angeordnet, da fahren wir dann gleich hin. Kannst du mir ein bisschen helfen, das Bein zu heben? Ganz vorsichtig, genau, wunderbar. Und dann vielleicht hier unten die Schiene ein bisschen mit festhalten. Hier an der Schiene. Ja, wunderbar, schön festhalten. Und dann machen wir hier noch einen schönen Verband drum, dass das Bein schön gelagert ist. Na, das ist jetzt ein bisschen schmerzhaft für den Paul. Aber du hältst das ja so prima fest, dann kann ja gar nichts schief gehen, ne? So. Vielen Dank.
Ich habe noch eine Frage. Hat denn der Paul Allergien auf Medikamente? Nein, nicht auf Medikamente, aber auf Nüsse hat er eine Allergie. Gut, dass du mir das sagst. Das kann ich gleich für den Arzt mit vermerken. Die Ärztin hat das Röntgen angemeldet. Ich habe einen Rollstuhl mitgebracht und wir würden den Paul jetzt hier reinsetzen und zum Röntgen fahren. Was passiert denn jetzt mit Paul? Der Paul muss geröntgt werden, um auszuschließen, dass das Bein nicht gebrochen ist. Ja? Wollen wir das gemeinsam machen, oder? Ja. Dankeschön. Dann würde ich euch zum Röntgen begleiten. Möchtest du den Paul fahren? Ja. Einmal hier an der Seite abstellen. Ich übergebe den Paul jetzt an meine Kollegin vom Röntgen. Da wird das Bein geröntgt und dann hoffen wir, dass alles in Ordnung ist. Die Ärztin schaut sich das Bild dann an und dann drücken wir die Daumen, dass der Paul wieder mit nach Hause kommen kann. Ja? Ja. Hallo ihr drei. Ich bin die Frau Rosemeier. Ich bin die Röntgenassistentin und ich werde gleich vom Paul mal ein Röntgenbild anfertigen. Ich habe gehört, der Paul ist gestürzt vom Klettergerüst. Und wir möchten gerne nachschauen, ob sich der Paul noch weitere Verletzungen zugezogen hat. Okay? So, dann könnt ihr gerne mit ihr reinkommen. Dann darf der Teddy Paul einmal hier auf den Tisch gelegt werden. Was ist denn das überhaupt hier? Was das ist? Das hier ist die Röntgenröhre. Mit dieser Röntgenröhre kann man Röntgenuntersuchungen durchführen. Und wenn ich ja das Licht anmache, kann man sehen, dass genau in diesem Bereich, wo das Lichtfeld ist, die Röntgenstrahlung auftreffen. Was sind denn überhaupt Röntgenstrahlen? Röntgenstrahlen sind etwas Ähnliches wie Lichtstrahlen. Nur dass Röntgenstrahlen sehr viel mehr Kraft haben, sehr viel mehr Energie. Und deshalb kann man damit entweder durch Gegenstände durchschauen oder durch einen menschlichen Körper. Und das Ganze macht man mit dieser Röntgenröhre. Da kann man genau einstellen, welchen Bereich man untersuchen möchte. Ja? Beim Paul zum Beispiel, da ist er hingefallen, hat sich das Knie verletzt, kann man genau einstellen, dass man nur wirklich das Knie röntgt und nichts anderes. Denn man muss auch mit Röntgenstrahlen sehr sorgsam umgehen, da Röntgenstrahlen auch schädlich sein können. Wer hat denn Röntgenstrahlen überhaupt erfunden? Röntgenstrahlen wurden 1895 von Wilhelm Conrad Röntgen entdeckt. Der Herr Röntgen war ein Physiker. Und bei einem Versuch, beim Experiment, hat er plötzlich gemerkt, wenn da Strahlung austritt, dass plötzlich Dinge anfangen zu leuchten. Dann hat er sich damit näher beschäftigt und mitbekommen, dass man damit auch durch gewisse Dinge durchschauen kann. Das hier ist der Auslöser. Wenn man da drauf tritt, wird die Röntgenstrahlung quasi ausgelöst. Ja? Ich würde einmal zeigen, wie es funktioniert und darf das gerne mal selber machen. Okay? Also, man drückt ganz lange hier drauf. Dann hört man ein Geräusch, genau, und wenn dieses Geräusch ertönt, einfach dann loslassen. Okay? Möchtest du anfangen? Ja? Also gut festhalten, einmal lange draufdrücken. Wenn du das Signal hörst, kannst du loslassen. Sehr gut. Dann siehst du das? Genau. Dann darfst du auch nochmal. Sehr gut, prima. Und meine Aufgabe als MTA ist es, das Bild erstmal auszuwerten, schauen, ob wirklich alles drauf ist, ob der Patient auch vielleicht bewegt hat. Ich muss das Bild vielleicht nochmal machen. Und wenn das Bild okay ist, dann wird es zum Radiologen geschickt. Der Radiologe ist ein Arzt, der sich den ganzen Tag die ganzen Bilder anschaut, die wir quasi herstellen. Ja? Und seine Aufgabe ist zu sehen, ob der Patient Verletzungen hat und diese zu beschreiben. Okay? Gut. So, das hat der Paul wirklich ganz toll gemacht. Ich habe gerade mit dem Radiologen gesprochen, mit dem Röntgenarzt. Also, gebrochen hat sich der Paul nichts, aber hat sich das Bein schon ziemlich arg verstaucht. Und es wäre wohl ganz gut, wenn der Paul noch diese Nacht hier verbringt. Und man guckt sich morgen früh das Bein nochmal an zur Kontrolle. Und dann, denke ich, kann es dann morgen nach Hause gehen. Ja? Boah, er kommt hinterher.
bin Schwester Sandra, herzlich willkommen auf der Kinderstation und das ist der Paul. Ja, dann kommt mal rein. Was passiert denn jetzt mit Paul? Wir wollen beim Paul jetzt noch Gewicht und Größe ermitteln. Dazu muss der Paul sich auf die Waage stellen oder wir legen ihn auf unsere Waage. Ich glaube, der Paul hat dolle Angst. Das ist nicht schlimm, dann kann der Papa mit dem Paul sich auf die Waage stellen. So, dann einmal bitte draufstellen. Genau, richtig drauf. Ja, super. Genau. Und jetzt bitte runter. Und jetzt mal bitte dem Paul die Mama geben. Und jetzt nochmal alleine. So, super. Gut, dann haben wir ein Gewicht von 8 Kilo. Dann kommt die Mama einmal mit, bitte. Wir müssen noch die Länge ermitteln. Dazu bitte mit dem Kopf hier vorne hinlegen. So, Moment, super. Genau, das Köpfchen jetzt bitte hier oben dran halten. Ja, schön festhalten. Und ich tue einmal die Beine lang strecken. Dann nehme den Teddy jetzt wieder runter. So, dann setze ich mit dem Paul nochmal hier hin. Ich muss ihn jetzt noch verkabeln für die Nacht. Dazu haben wir eine Überwachung, damit wir den Herzschlag und die Sauerstoffsättigung, damit wir wissen, wie gut der Paul atmet, müssen wir hier an unsere Überwachung anschließen. Dazu habe ich ja ein kleines Gerät und drei solche Elektroden. Das tut dem Paul gar nicht weh, das sind wie kleine Aufkleber. Der ist auch ganz tapfer, der Paul. Vorsicht, die Hand mal kurz rübernehmen. So. Die stecken wir jetzt hier alle rein. So. Und dann haben wir vorne im Schwesternzimmer einen großen Monitor, wo wir den Paul überwachen können. Auch wenn er schläft, brauchst du keine Angst haben, Anna. Wir sehen, wie der Paul atmet und wie gut es ihm geht. So. Muss denn der Paul jetzt hier alleine bleiben? Nein, der Paul, der muss nicht alleine bleiben, weil er noch so klein ist. Dann darf die Mama bei uns mit übernachten. Warum ist das denn? Das hat jetzt gepiept, weil das aktiviert ist und wir vorne am Schwesternstützpunkt jetzt den Paul beobachten können. So, deswegen leuchtet das auch jetzt. Und der Papa, wenn er möchte, wenn ihr von weiter her kommt, kann er auch im Apartment drüben schlafen. Nein, wir wohnen in der Nähe. Okay, dann können wir das so machen, dass der Papa dann morgen früh mit zur Visite dabei ist. Und wenn alles gut ist, kann der Paul dann auch nach Hause gehen. Was ist denn eine Visite? Eine Visite ist, wo der Doktor dann am Morgen kommt und mit dem Paul und dir, Anna, alles bespricht, wie es weitergeht. Ob er nach Hause darf oder ob noch Untersuchungen anstehen und was am Vortag passiert ist. Jetzt bekommt der Paul noch sein Nachthemd an für die Nacht und dann legen wir ihn in sein Bett und fahren ihn in sein Zimmer, wo er dann mit dir übernachten darf. Gut, dann müssen wir den Paul einmal bitte ins Bett legen. So. So, vorsichtig das Bein. So, gut. Das tun wir alles noch kabeln. Das ist sozusagen die Ladestation für die Überwachung. Strom stecken. So, dann können wir jetzt ins Zimmer fahren. Der Papa kommt mit. Vorsicht. So, fahren wir jetzt hier links rum. Achtung. So, dann hier ins Zimmer 19. Kann der Teddy Paul schlafen mit der Mama?
Dann einmal bitte mit zum Fenster. Vorsichtig. So. Achtung, jetzt fahren wir hier mit hin. Steckt bloß erstmal den Stecker in die Steckdose, damit das schön aufgeladen werden kann. So, die Mama kann dann hier mit schlafen. So. Der Paul, ich habe ganz schön Hunger. Gibt es ja auch dann auch was zu essen? Das glaube ich, dass der Paul nach dem ganzen Tag Hunger hat. Ihr kriegt Abendbrot von uns, das bringen wir euch gleich rein. Und auf dem Nachtschrank steht schon was zu trinken. Und ein kleines Buch, da kannst du dem Paul noch eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Das ist schön. Der Paul ist jetzt fertig für die Nacht. Das ist noch unsere Notfallklingel für die Nacht, wenn mit dem Paul was sein sollte. Einfach auf die rote Lampe drücken, dann komm ihr ins Zimmer. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Alles Gute. Und morgen zur Visite hoffe ich, wenn der Professor kommt, dass ihr nach Hause dürft. Danke, gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen, ich bin der Dr. Dehnert und ich möchte gerne noch mal den Paul untersuchen und schauen, wie es ihm geht und ob er bald nach Hause gehen kann. Lieber Paul, wie geht's dir denn? Hat er gut geschlafen heute Nacht? Gab es Auffälligkeiten? War ihm schlecht? Hat ihm was wehgetan? Ja. Nö? Und hat er denn heute schon gefrühstückt? Ja, was gab's denn, Paul? Hast du ein Brötchen gegessen und Kakao getrunken? Wunderbar. Hat's geschmeckt oder hast du immer noch Hunger? Dann, lieber Paul, zeig mir mal dein Bein. Ich mach mal die Decke weg und du sagst, wenn etwas weh tut. Wackel mal mit der großen Zehe. Wunderbar. Krabbelt das? Krabbelt das? So, das krabbelt ein bisschen, das ist gut. Mit der Zehe kannst du wunderbar wackeln. Dann machen wir jetzt das gemeinsam. Du hebst mal das Bein ein bisschen an und ich schaue mir das an. Tut das weh, wenn ich hier drücke? Nein, das ist schon mal sehr schön. Und kannst du denn das Knie bewegen? Die Schiene ist ja nur im Unterschenkel. Wunderbar, prima machst du das. Sehr schön. Und es tut nicht weh? Das ist gut. Dann ist das sehr schön. Hast du Kopfschmerzen? Hast du Bauchschmerzen? Geht es dir sonst soweit gut? Dann freue ich mich. Jetzt gucke ich hier noch einmal drauf. Du hast ja da noch die Überwachung dran. Der Teddybär hat 3 Sterne links und 3 Sterne rechts. Noch besser geht's gar nicht, lieber Paul. Prima. Ich denke, dann kannst du heute mit deiner Mama nach Hause gehen. Aber die Schiene bleibt noch dran. Und ihr müsst dafür sorgen, dass du nicht zu fest auftrittst in den nächsten Tagen. Und in einer Woche schauen wir nochmal, ob die Schiene ab kann. Einverstanden? Gut. Zum Waschen und zum Baden kann man die Schiene abwickeln, hinterher wieder dran wickeln und nicht mit dem Bein in dieser Zeit auftreten. Also ein bisschen Hilfe brauchst du noch durch deine Mama. Hm? Ja, also ich denke, ihr beide könnt jetzt nach Hause gehen. Der Papa kann euch abholen kommen. Ihr kriegt noch einen Brief von uns, wo alles nochmal genau draufsteht. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bitte. Tschüss. So, ihr dürft nach Hause gehen. Der Paul hat es geschafft. Super. Ich habe noch was für euch. Weil der Paul so tapfer war, kommt dann noch 2 Armreifen von uns. So. Und eine Tapferkeitsurkunde. So, bitte. Alles Gute. Und der Papa wartet schon draußen am Ausgang auf euch. Schön, dass wir wieder zusammen nach Hause gehen können.